Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr seht oder am Titel schon gesehen habt, habe ich mal wieder bei Doreen Beats bestellt. Es kam ja jetzt schon länger kein Haul mehr von Doreen Beats und jetzt dachte ich, ja, ich habe glaube ich für über 30 Euro bestellt. Nicht nur für mich, meine ich, sondern auch für meine süße Sassi, glaube ich. Und ich habe das gerade einfach nur mal hier ausgekippt. Der Karton leider geknickt. Wie man sieht, es war wieder so ein Karton, wo sich das alles knickt. War alles reingedonnert und gepfeffert, aber naja, was will man machen, ne? Die verschicken halt, wie sie das wollen. Ja, ich wollte euch nur mal den Haufen zeigen, der jetzt vor uns liegt. Manches davon war im Deal, im Wochenend-Deal und manches, ja, benötigte ich. Und da würde ich sagen, ich habe nicht mal reingeguckt. Ich habe eben einfach alles hier draufgeschmissen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ja, ich habe, das war ein Wochenenddeal gewesen, habe ich direkt viermal mitbestellt. Und zwar mit dieser Nummer hier. Seht ihr das? Ja. Das sind diese weißen Halbperlen am Strang. Hatte ich noch gar nicht gehabt, noch nie. Und ich habe ja letztens gerne mit diesen Halbsteinen gearbeitet, mit diesen Halbperlen an meinem Dekodenn. Und jetzt habe ich gesehen, dass die im Angebot sind, dass Doreen Beats sie hat. Ja, fand ich mega, weil, wie gesagt, fand ich hübsch, sehr hübsch. Und deswegen habe ich sie auch direkt viermal genommen. Ich schätze mal, ja, sind auch zwei Bögen drin. Ja, steht ja auch da, zwei Bögen. Und für 92 Cent oder 99, ja, 92 Cent, glaube ich, wirklich Top-Preis dafür. Dann hatten sie im Wochenenddeal auch diese Tüten mit der Bestellnummer. 20 Stück sind da drinne. Das sind so, ja, Beutelchen. Sowas benutze ich ja gerne für Tauschpakete. Und die sind sogar in verschiedenen Farben, wie man sieht, in Grau, in Dunkelblau, Lila, Rot und Schwarz. Die habe ich für mich viermal bestellt, glaube ich, und für Sassi auch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, für mich waren 4 und Sassi wollte sie auch einmal haben. Sie sind da. So, dann haben wir hier noch sowas hier. Zeige euch mal die Nummer. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Ah, das sind Röhrchen, glaube ich. Jetzt fallen bestimmt die ganzen Deckel hier rum. Ja. Moment. Also das sind die Deckel hier. Ich zeige euch das mal. So, und jetzt komme ich an die Fläschchen nicht ran. Ich mache das mal auf. Ja. Das sind diese Röhrchen hier. Für Glitzer habe ich die genommen, weil manche Glitzer bei mir irgendwie immer ein bisschen auslaufen oder so. Und ich finde die sehr praktisch, auch um abzufüllen. Und ich glaube, die waren auch im Angebot, also im Weekend Sale. Fand ich sehr praktisch und deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Was auch nicht verpackt ist, in dem großen Organza-Säckchen meine ich, ist diese Nummer hier. 10 Stück. Habe ich gezeigt, wie viele hier drin sind. 20 Stück. Habe ich, glaube ich, gesagt. Habe ich schon wieder vergessen, ne? So, dann gucken wir mal. Das sind Glasfläschchen, aber sehr kleine Glasfläschchen, glaube ich. Glaube ich, dachte, die wären ein bisschen größer. Oh, ui. Schaut mal, das ist ja sehr, sehr niedlich. Hm. Naja, viel reinmachen kann man da jetzt nicht, ne? Dadurch bekommt man auch nicht viel, würde ich sagen. Naja, mal gucken. Irgendwas wird man damit anfangen. Die Stoffen gehen auf jeden Fall sehr gut rein. Ist nicht so billig verarbeitet. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht zu fest reinsteckt, sonst kriegt man es ziemlich schwer auf. Oh, da mache ich es schon kaputt. Ja, ich lasse es mal. Mache ich dann in Ruhe. Ja, das waren auf jeden Fall die Glasfläschchen hier. Jetzt kommen wir hier zu einem gefüllten, fetten Organza-Säckchen. Ich tue das mal gerade nach links legen. So, dalle. Mal gucken, was ich so alles bestellt habe. Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Ah, dann haben wir hier 1000 Stück mit dieser Nummer hier. Das sind größere. Ich habe die ganz klein, diese Halbperlen. Also wirklich mini klein. Und jetzt habe ich mal diese genommen. Da sind auch andere Farben drin. Schwarz sehen wir hier zum Beispiel noch. Hier ist ein mega cooler Mix. 1000 Stück, wie gesagt, sind da drinne. Kann sein, dass das auch im Weekend-Sale war. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall tolle Farben. Was ist das denn immer hier alles? Dann habe ich Charms mitgenommen. Und zwar mit dieser Nummer hier. 170 sind da drin. Das ist ja eine interessante Größe. Das sind so goldene Sternchen. Finde ich mega, mega schön. Ja,
für Resin-Anhänger, halt wenn man sie in Gold macht, ne, finde ich die richtig hübsch. Dann haben wir hier nochmal goldene Sterne. Okay, wartet mal. Mit der Nummer 30 Stück sind da drin. Und wir sehen das schon. Die haben, ah ja, warte, ein Haar ist auch dabei. Hier. Jetzt seht ihr das. Die haben so geriffelt und die sind sehr, sehr dünn und sehr leicht. Also wirklich extrem dünn. Ja, auch goldene Sternchen halt. Ah, da habe ich was für meine liebe Sassi mitbestellt. Und zwar mit der Nummer. 20 Stück sind da drin. Und das sind Breads. Ja, sind halt verschiedene Breads drin. Die sind da. Nicht für mich. Ah ja, dann habe ich mit dieser Nummer hier so Werkzeug bestellt fürs Harz, fürs Riffeln, also für hinten das abzufeilen. Kann sein, dass das auch im Weekend Sale war. Wie gesagt, kann ich nicht mehr sagen. Und das sind halt hier, wie ihr seht, so wie Nagelfeilen, nur fürs Resin. Ihr wisst, was ich meine. Die, die Resin machen, wissen das, denke ich. Dann haben wir nochmal goldene Charms, und zwar 30 Stück. Mit der Nummer, das sind wunderschöne Blätter. Ihr seht das ja. Also sehen wirklich mega, mega toll aus. Gefallen mir sehr, sehr gut. Goldene Charms habe ich nicht so viel und deswegen habe ich mir auch mehr mitbestellt. Dann haben wir mit dieser Nummer hier 100 Stück. Das sind so Spalten, nee, das sind Biegeringe. Versilbert sind die, glaube ich, heißt das. Und jo, wofür habe ich die denn bestellt? Ja, vielleicht habe ich mich auch vergriffen. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie auch im Weekend Sale. Irgendwie gebrauchen kann man sie schon. So, dann habe ich mit dieser Nummer 500 Stück von diesen Spaltringen in Gold mitbestellt. Ich habe jetzt auch einen Dremel und vielleicht kann man die auch dafür irgendwie benutzen. Ja, also für die Löcher halt, ne? Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, diese sehen mir sehr klein aus. Hm. Na, mal sehen, ne? Ah, dann habe ich mit dieser Nummer hier nochmal das Einhorn bestellt, weil meins doch schon ziemlich matt geworden ist, obwohl ich das noch gar nicht so oft gegossen habe. Aber ja, ich habe es mir zur Not nochmal bestellt, weil Einhörner ja doch sehr beliebt sind im Moment. Huchala, da schubse ich euch glatt weg. Dann haben wir hier eine Kette, die ist auch nicht für mich. Die ist hier ein bisschen rausgerutscht, sehe ich gerade. Und zwar mit der Nummer. Die ist auch für meine liebe Sassi. Jo. Sieht nicht schlecht aus, ist irgendwie interessant. Und die war auch im Sale, meine ich. Ja, sieht eigentlich nicht so schlecht aus, ne? Sassi, was sagst du dazu? So, dann habe ich zu kleine Spaltringe bestellt, glaube ich. Oder naja, es könnte sein, dass es geht. Hm. Mit der Nummer 300 Stück. Ja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt auch einen Dremel, kann auch durch härtere Resin-Teilchen noch Löcher machen. Und da hatte ich ja noch nichts für, also nicht die passenden Größen. Deswegen möchte ich die mal ausprobieren. Dann hätten wir hier so ein lustiges, flauschiges Teil. Das muss für Sassi gewesen sein. Das sind diese Pompon-Dinger. Das ist die Nummer, 2 Stück. Sassi, sei mir nicht böse, ich muss das einmal rausholen. Sind die weich. Was ja der Burner. Oh, das ist ja toll. Schau mal. Das ist richtig so weich und flauschig und fluffig. Ich weiß zwar nicht, was man damit macht. Ach, da. Da kann man sie aufhängen. Seht ihr das? Und da kann man sie dann hängen. Da kann sie so baumeln hier. Das ist ja witzig, ne? Die waren auch im Sale gewesen, meine ich. Ich glaube, alles, was das sie genommen hat, war im Sale. Ja. Das sind so lustige Pom-Pom-Dinger. Pom-Pom. Ihr wisst schon. Schaut mal, die habe ich zweimal genommen. Das heißt, die waren auf jeden Fall im Weekend Sale, die tollen Blätter hier. Wenn ich sie zweimal genommen habe, schätze ich schon. Das ist ja winzig. Schaut mal. Ui, damit hatte ich, glaube ich, nicht gerechnet. 10 Stück sind da drin mit der Nummer. Die sind wirklich mega, mega klein. Das sind auch Herzchen. Seht ihr das? Jo, die kann man suchen. Dann habe ich nochmal Sterne in Silber. 45 Stück sind da drin. Ist eine Small-Größe mit der Nummer. Und so sehen sie aus. Jo. Sind halt Sterne in Silber, ne?
Jetzt kommen wir zum letzten. Ja, kommen wir zum letzten Artikel. Und zwar mit dieser Nummer. 30 Stück sind da drin. Und ja, das sind so Blumenornamente. Fand ich sehr schön. Auch für Gorgeous passt das bestimmt gut. Für auf dem Flipbook oder so. Ja, fand ich einfach mega hübsch. Kann man hier vorne noch so ein Steinchen draufsetzen oder so. Und dann hier halt so aufkleben. Sieht mit Sicherheit mega cool aus. Ja, oder für Flipbooks oder so. Gorgeous Flipbooks. Werde ich auf jeden Fall dafür benutzen, schätze ich. Ja, gefallen mir mega gut. Müsste auch ein Weekend Sale gewesen sein. Also fast alles, was ihr seht, war ein Weekend Sale. Außer natürlich das Einhorn und die Ringe und so. Die nicht. Ja, die Kiste ist leer. Wir haben fertig ausgepackt. Ich hatte es mir vorher alles nicht angeguckt. Das ist immer interessant, wenn man nicht mehr weiß, was man überhaupt eingekauft hat. Außer die Halbperlen und die wusste ich noch. Aber ansonsten wusste ich es schon nicht mehr, weil es ja immer schon auch ein bisschen unterwegs, ne? Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag oder so. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.